Gewürze habe ich jetzt schon abgewogen und die genauen Zutaten werde ich euch in die Infobox einstellen. Ganz kurz noch zu den Gewürzen. Wir haben jetzt hier 20 Gramm Pökelsalz. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch nur Meersalz nehmen, das geht natürlich auch. Dann habe ich weißer Pfeffer, 2 Gramm. Dann rohe Zwiebel, die werde ich dann erst ganz zum Schluss untermixen. Dann habe ich hier 3 mittelgroße Knoblauchzehen und noch ein bisschen Knoblauchgranulat habe ich noch dabei, 1 Gramm. Und dazu habe ich hier noch ein bisschen Bärlauch, das passt dann zum Knoblauch. Und was man dann noch habe, das ist Paprika edelsüß, das sind 0,5 Gramm. Dann habe ich 3 Gramm Ingwer, das ist hier. 3 Gramm Ingwer, dann habe ich 0,3 Gramm Kardamom, noch 2 Gramm Muskatnuss habe ich dabei und dann habe ich hier noch 1,5 Gramm brauner Rohrzucker. Das ist natürlich jetzt alles, die ganzen Gewürze ist auf 1 Kilogramm Fleisch gerechnet. Was ich jetzt noch dazu habe, das ist hier Senfmehl. Das ist sehr gut für die Bindung und deswegen lasse ich auch heute das gute Hilfsmittel weg. Ich möchte es mal so probieren. Also 6 Gramm Senfmehl, das könnt ihr dann kaufen. Beim Russelade kriegt man es da überall. Was ich noch dazu mache, ein bisschen zur Sicherheit. Maisena nennt sich das. Das könnt ihr im Discounter A kaufen. Das gibt es dort ganz billig. Da habe ich einen großen Esslöffel dazu gemacht. Gut, wie es jetzt weitergeht, zeige ich euch gleich. So Leute, was ich jetzt dann noch vergessen habe. Heute nehmen wir 200 ml eiskaltes Wasser. Natürlich könnt ihr auch Eiswürfel benutzen, aber ich mache es jetzt auf die einfache Art. Das ist, soll ja ein einfacher Fleischkäse sein für jeden Mann, dass das auch mal jeder machen kann und einfach machen kann und dass das nicht so schwer ist. Das Fleisch, das ist jetzt Hähnchenfilet, da habe ich 3 schöne Stücke. Hier noch Gulasch geholt, also Rindfleisch und das sind insgesamt 1000 Gramm Fleisch. Die Gewürze sind auch berechnet aufs Fleisch. Wie gesagt, werde ich euch in die Infobox einstellen und das tun wir jetzt erstmal würfeln, ganz klein würfeln, so klein wie es geht. Beim Hähnchenfleisch ist es kein Problem, beim Rindfleisch ein bisschen feiner würfeln. Wie ich das jetzt mache, zeige ich euch alles. Bis gleich. So, nun geht's weiter. Wir tun unser angefrorenes Hähnchenfilet schön klein würfeln, am besten so klein wie es geht. Deswegen brauchen wir ja heute auch keinen Fleischwolf. Weil wir das ganz fein würfeln. Wie gesagt, umso kleiner, umso besser. Ich habe eine normale Küchenmaschine von Philips. Die möchte ich euch dann nachher auch mal ganz kurz vorstellen. Weil es sind mehrere Fragen gekommen. Und dann stelle ich die mal auch ganz kurz vor. Das Hähnchenfleisch ist ja ganz, ganz weich. Das lässt sich auch ganz, ganz super schneiden und ganz schnell. Also Leute, das geht super einfach, das Rezept. Sehr, sehr mager. Und kann ich nur jedem empfehlen, Haufe Eiweiß, wenig Kohlenhydrate, viel Vitamine. Das Wurstbrät, das darf nicht mehr wie 14 Grad bekommen. Und deswegen frieren wir das dann auch schon mal an. Wenn da mal ein Stück dabei ist, das ein bisschen größer ist, das macht auch nichts. Das gibt noch ein schönes Schnittbild im Fleischkäse. So, unser Hähnchenfilet ist noch schön klein geschnitten. So, jetzt bereiten wir unser Rindergulasch vor. Das muss auch sehr klein geschnitten werden. Das sind jetzt 500 Gramm Rindergulasch und 500 Gramm Hähnchenfilet. So Leute, passt auf. Von den 500 Gramm Rindfleisch schneide ich nur etwa 250 Gramm ganz klein. Den Rest werde ich ein bisschen größer lassen und erst später zum Kuttern dazugeben. Eigentlich nur noch dann später ein bisschen untermische. Und dann ist es auch schon okay. Also 250 Gramm schneide ich jetzt schön klein. Muss mich ein bisschen beeilen, dass das alles dann auch schön kühl bleibt. So, hier geben wir mal schon unseren Pfeffer dran, unseren Pökelsalz. Kann man schon ein paar dran geben und schon gut untermischen. Petersilie, Muskatnuss, Koriander und so weiter. Da habe ich jetzt hier noch Zucker und Maisena zur Bindung. Hier noch Paprika. Unser Knoblauch und unsere Zwiebeln geben wir später hinzu. Das alles vermengen wir. Die 250 Gramm Rindfleisch, die geben wir hier schon dazu.
Die tun wir dann auch ein bisschen untermischen, dass es schon gleich von Anfang an ein bisschen vermischt ist. So, bis hier das reicht. Die Maschine macht das hier nachher sowieso. So, jetzt geht es nochmal weiter. Ich schneide mir jetzt nochmal schöne Würfelchen, aber halt nicht so klein. Das werden wir dann später zum Fleischkäse beimischen noch. Dann kriegt der eine schöne Einlage. So, das alles tun wir schön vermengen. Sieht jetzt nicht so schön aus durch das Maisena. Aber Leute, glaubt mir, macht's nach. Es wird Hammer. So, das alles gebe ich nun wieder hier in meine Gefriertüte rein, um das Fleisch sehr, sehr kühl zu halten, dass man auch nicht über die Temperatur von 14 Grad komme. Das gebe ich mal schön wieder zurück in die Tüte, gebe meinen Kühlschrank rein. Die Einlage tun wir jetzt natürlich auch einfrieren. Packen wir auch schön in eine Gefriertüte rein. Das ist diese Einlage, die dann halt dann zum Schluss dazu kommt. So, ihr könnt euch jetzt schön Zeit lassen. Ganz gemütlich eure Maschine aufbauen. So, wir tun jetzt unsere Backform gut einölen. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja Backspray nehmen. Das geht natürlich auch. Und das ist eigentlich nur, dass der Fleischkäse dann später gut rausgeht. Wenn es euch zu fett ist, könnt ihr ja dann Backspray benutzen oder sonst was. So, die Form haben wir jetzt gut eingeölt. Stellen wir jetzt mal zur Seite. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt schon Backofen vorheizen auf 250 Grad. So, und da jetzt so viele Leute gefragt haben, was ich da für eine Maschine habe, das ist eine Philips HR7774 mit 1000 Watt. Und also ich muss sagen, ich habe lang gesucht. Ich habe mir vorher von einem ganz bekannten Händler habe ich mir einen Kutter gekauft, 5 Liter. Den habe ich gleich wieder zurückgeschickt, weil mir ist auch wichtig, dass ich dann schnell was machen kann und ruckzuck fertig bin und nicht noch stundenlang hier rumputzen muss. Deswegen habe ich mal den geholt. Für meinen Hausgebrauch reicht es. Da ist ein 3 Liter Behälter dabei, wie ihr seht. Also echt 3 Liter Behälter. Und wenn ich mal ein Kilo Fleischkäse mache, für uns drei, dann reicht das dicke. Mehr brauche ich also gar nicht. Ich stelle eigentlich nur kiloweise das Zeug her. Also ich habe meine jetzt dann bei eBay ergattert. Man kann auch damit Salat klein machen noch und Brot knete und. Man kann alles möglich machen. Gut, wir bauen das Ding mal zusammen. Hier kommt das Zwischenstück rein. Und hier kommt einfach nur unser Schneidmesser rein. Wenn das mal ein bisschen stumpf ist oder so, dann könnt ihr mal das mal so kurz durchlaufen lassen mit Eiswürfeln. Dann wird es wieder schön scharf. Gut, wir füllen jetzt unseren Fleisch hier ein. So, jetzt tun wir unser Fleisch hier einfüllen. Das haben wir ja jetzt ganz, ganz gut schon vorgefroren oder vorgekühlt. Gefroren ist es jetzt eigentlich nicht, aber sehr, sehr kalt. So, jetzt tun wir unser Fleisch hier einfüllen. Das haben wir ja jetzt ganz, ganz gut schon vorgefroren oder vorgekühlt. Gefroren ist es jetzt eigentlich nicht, aber sehr, sehr kalt. Wir geben den Deckel drauf. Dann gehen wir mal schon in die erste Runde. Ja, das hat 7 Grad. Ich habe jetzt hier das Wasser hinzugegeben, das waren 150 ml. Mir ist der Akku ausgegangen, sorry. Also 150 ml Wasser. Und wir lassen das jetzt eine volle Stufe mal durchlaufen. So, ich habe es mal kurz laufen gelassen. So sieht es jetzt schon aus. Das ist eigentlich schon ziemlich klein. Was ich jetzt dazu geben möchte, das ist jetzt mein Knoblauch. Und ich habe da noch ein bisschen Petersilie, getrocknete, dabei. Das machen wir jetzt nochmal dazu. Temperatur nochmal messen. 8,5 Grad ist okay. Das Ding kriegt ihr auch beim Auktionshaus zu kaufen. Das ist 9,90 Euro. Ist sein Geld wert, ist super gut. So, ich lasse jetzt mal laufen. Zwischendurch messe ich dann immer wieder die Temperatur. Ich möchte schon auf 10 Grad kommen, weil bei 10 Grad erreicht das Fleisch erst seine richtige Bindung. Ich lasse es jetzt mal laufen. So, ich habe jetzt mal gemessen. Ich habe jetzt etwa 9 Grad. Der keinen Thermometer hat, der kann es halt auch frei Schnauze machen. Gut, ich lasse jetzt nochmal laufen. Also 10
2,6 Grad haben wir jetzt und ich mische jetzt meine Zwiebeln noch kurz drunter. Lass es mal auf langsame Stufe laufen, um die Zwiebeln runter zu mixen. So, Zwiebeln sind jetzt untergemixt. Wir messen nochmal die Temperatur. 11,7. 11,6. Ja, Leute, ihr seht ja, so schnell wird es auch nicht warm, wie man immer denkt. Ich habe ja mit 6 oder 8 Grad angefangen und ich habe jetzt 12 Grad und ich bin eigentlich schon fertig. Jetzt können wir das Fleischbrät, können wir in unsere Form einfüllen. Wir drehen den Backofen auf 250 Grad, Ober- und Unterhitze. Und das dauert ungefähr bei so einem Kilogramm Fleischkäse 1,5 Stunden. Gut, aber was man jetzt nicht vergessen dürfe, hätte ich ja jetzt beinahe vergessen. Wir mischen jetzt noch unser Rindfleisch unter, dass es auch schön aussieht. So, das lassen wir nur ganz kurz durchmalen. So, das haben wir jetzt untergemengt. Ich hoffe, es war nicht zu stark jetzt. Ich denke, es passt, ich sehe das schon. Wir füllen jetzt unser Fleischbrät um. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob es auch wirklich eine schöne Bindung hat. Ja, Leute, schaut, könnt ihr sehen. Das klebt. Seht ihr, so soll es sein. Fällt gar nicht runter. Gut, wir füllen das jetzt um in unsere Backform. Luftfrei einfüllen. Wie gesagt, es gibt einen leckeren Fleischkäse. Weil Leute, ich sag's euch, wenn der dann mal einen Tag zwei alt ist, also so zwei Tage durchgezogen ist, da schmeckt der noch besser. Und wenn ihr hingeht und macht da draus einen Wurstsalat, das ist hammer lecker, das schmeckt hammermäßig, glaubt mir Leute. Du weißt genau, was du essen tust, das ist total mager, hammer. Aber das kann jeder machen, wie er möchte. Wenn er keinen Wurstsalat gern isst, dann kann er das auch hier. Fleischkäse ist ja jetzt ein Fleischkäse. So, alles schön sauber mache. Ja, ich habe ihn ja auch gemacht. Für Leute, die dann nicht alles zu Hause haben. Zum Beispiel Kekuda-Hilfsmittel, kein Fleischwolf. Der ist also wirklich sehr einfach zu machen. So, ich gehe jetzt einfach hin, mache mir die Hände ein bisschen nass. Dann kann man das auch schön andrücken. Ich drücke es jetzt mal gut fest. So, jetzt kann man das auch schön. Mit den nassen Händen kann man das auch schön glatt streichen. So, wir machen das jetzt noch etwas schön sauber hier, dass das auch nicht hier anbrennt. Dann schneiden wir unsere Rauten rein. Dafür nehmen wir kein Messer. Ich benutze dann heute hier mal so eine Spatel. Und wir machen das mal so heute. Ja. Vielleicht auch noch so mache. Das lassen wir jetzt mal so. Na gut, wir könnten ja jetzt noch mal ein bisschen einschneiden. So, ich mache jetzt doch noch ein bisschen Raute-Muster drin. Ich habe Angst, dass es vielleicht nicht funktioniert. Dann machen wir das noch so. Einfach ziemlich groß machen wir das heute. So, das stechen wir noch ein bisschen nach. Schönes Muster, Leute. So, Leute, ich bin jetzt selbst mal gespannt. So, Backofen ist vorgeheizt. So ein Fleischkäse kommt jetzt hier auf die zweite Stufe. Ich gehe jetzt von 250 Grad runter auf 180 ungefähr, so eine Viertelstunde lang, und später gehe ich mit der Temperatur runter auf 160 Grad. Wir stellen Ober- und Unterhitze ein. Wenn ihr möchtet, könnt ihr noch ein Glas Wasser oder eine Tasse Wasser reingeben. Dann trocknet euer Fleischkäse auch nicht aus. Ich gebe jetzt hier noch eine Tasse Wasser mit rein.
So, die Uhr habe ich mal auf eine Stunde eingestellt. Wie gesagt, 15 Minuten bei 180 Grad. Die Restzeit dann 160 Grad Ober- und Unterhitze. Zweite Schienenbackofen. Gut, wie das Ergebnis dann aussieht, werde ich euch gleich zeigen. Sagt dann mal ciao, bis dann. So Leute, ja okay, müssen wir nochmal um die 75 Grad muss er haben, dann ist er okay. Ich benutze jetzt halt diesen Thermometer, da kann man schön reingehen mit. So, mal gucken. Ja, es hat jetzt 75 Grad, da geht sogar schon ein bisschen drüber. Also der ist jetzt fertig, das hat genau eine Stunde gedauert. So, da hole ich mal ein Fleischkäse raus. Da ist jetzt doch noch ziemlich viel Saft rausgekommen. Er hat jetzt ein bisschen mehr, ein bisschen über 80 Grad, aber es sieht klasse aus, muss ich sagen. Guckt mal, guckt euch das an, das ist wieder hammermäßig. So sieht er also aus. Tolle Farbe, ganz klasse. Also für ein Hähnchenfilet. Fleischkäse sieht er hammermäßig gut aus. Also farblich ist er perfekt. Und jetzt lassen wir ihn abkühlen. Und wenn er abgekühlt ist, zeige ich euch das Ergebnis. So Leute, jetzt kommt wieder der ganz große Moment, wo ich dann jetzt auch sehr gespannt bin. Ich habe ja so eine auch noch nicht gemacht. Aber schaut euch das an. Das ist ja schon jetzt, der ist ja jetzt schon der Hammer. Und der ist noch nicht richtig abgekühlt, aber trotzdem will ich ihn schon rausholen. So sieht er jetzt aus, Leute. Ich zoome es jetzt mal ein bisschen. Ich habe ein bisschen schlechtes Licht. Ich hole mal noch ein bisschen Licht her. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt erkennen. Also so sieht er aus. Ich muss sagen, für ein Putefilet Fleischkäse sieht er ja wieder hammermäßig gut aus. So. Jetzt wollen wir natürlich dann auch mal ein paar schöne Stücke rausschneiden. Boah, der lässt sich schneiden wie Butter. Hi, Mama Mia. Boah, schaut euch das an, wie der toll aussieht mit der Einlage, was ich da reingemacht habe. Das habe ich nicht. Oh, das ist ja ein Hammerfleischkäse, muss ich jetzt sagen. Schneiden wir noch ein paar Stücke raus. Ab. Jetzt kann man das auch mal schön erkennen. Wir machen da immer leckerer Wurstsalat von. Also Leute, schaut euch das an. Das ist ja wieder hammermäßig. Mama mia. Also der sieht jetzt echt klasse aus. Natürlich möchte ich ja jetzt auch mal ein Stück wieder probieren. Also Leute, kann ich euch nur empfehlen. Für ein Hähnchen, Filet, Fleischkäse, hammerlecker, muss ich sagen. Boah, echt klasse. Das ganz genaue Rezept schreibe ich euch in die Infobox rein. Ich zoome es jetzt mal nochmal, bis ihr das ja genau seht, was hier so Sache ist. Also das sieht ja jetzt wirklich hammer aus. Und sowas kriegt er ja schon überhaupt gar nicht zu kaufen. Sowas Mageres. Trotz, dass er jetzt so mager ist, ist er sehr, sehr saftig und auch sehr lecker. Der ist jetzt ganz ohne Fett, ohne irgendwas. Leute, ich sag's euch, macht's einfach nach. So sieht er aus. Tolle Einlage drin. Leute, was will man mehr? Gut, nächster Zeit werden noch weitere Videos kommen mit Käse und so weiter. Und müsst ihr euch unbedingt angucken. Ich habe da ein Käserezept, wie man dann aus 200 Gramm Käse 1800 Gramm Käse macht, ohne viel rumzumachen, eigentlich in 10 Minuten. Und das werde ich euch dann mal noch zeigen. Halt mal ein bisschen die Augen auf, was da noch so kommt. Nächster Zeit, da kommen lauter noch so harte Dinge. Ich sage da mal wieder Peace out und ciao, bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen. Tschüss.